Ja, heute mal wieder eine kleine Theorierunde. Und zwar schauen wir uns ein IC genauer an. Der IC ist aus der 74er-Serie. Wem das nichts sagt, die 74er-Reihe, das ist so eine Sammlung von fertigen Mikrochips bzw. integrierten Schaltungen, die grundlegende logische Funktionen abdecken. Die werden von sehr vielen unterschiedlichen Herstellern hergestellt, heißen dann immer ein bisschen anders, aber es ist immer die 74 und ein Nummerncode am Ende üblicherweise. Und solange die Nummer stimmt, machen sie auch eigentlich soweit dasselbe. Dieses Mal schauen wir uns den 74HC595 an. Sich selbst bezeichnet er als 8-Bit Serial In, Serial or Parallel Out, Shift Register with Output Latches and 3-State Output. Bleiben wir bei der landläufigen Bezeichnung, nämlich dem Schieberegister. Schieberegister sind immer dann interessant, wenn ihr sehr viele Ausgänge braucht. Normalerweise geht man ja hin und macht dann beispielsweise einen Pin vom Mikrocontroller als Ausgang und nutzt den. Aber ja, die sind halt beschränkt und wenn die ausgehen, ne, dann kommt hier der kleine Baustein zum Einsatz. Der Vorteil, wenn man die hier einsetzt, nun, man braucht nur sehr wenig Leitungen vom Mikrocontroller oder der ansteuernden Schaltung und hat dafür aber sehr viele Ausgänge am Ende. Die Anzahl der Ausgänge kann man somit also erweitern. Ich habe hier die große Bauform in DIL 16, also einem DIP-Paket mit 16 Beinchen. Gibt's aber auch in diversen SMD-Bauformen, also wenn's kleiner sein muss, auch kein Problem. Na, würde ich sagen, schauen wir uns erstmal die Pins an und was sie machen. GND und VCC sollte eigentlich jedem klar sein. Spannungsversorgung, üblicherweise nehmen die Chips so zwischen 2,5 und 5 Volt entgegen. Und wie bei jedem Mikrochip, wenn ihr ein bisschen Last drauf habt, Entkoppelkondensator nicht vergessen. Die Pins mit der Bezeichnung Q0 bis Q7, die sind unsere Ausgänge. Q0 ist also der erste Ausgang, Q1 der zweite und so weiter bis Q7, dem achten Ausgang. Kurzer Hinweis, bei anderen Herstellern heißen die Bezeichnungen teilweise anders, aber die Position und die Bedeutung ist dieselbe. Also wenn dann plötzlich da QA statt Q0 steht oder sowas, nicht verwirren lassen, ist dasselbe. OI steht dabei für Output Enable und in dem Fall wird damit gesteuert, ob die Ausgänge Q0 bis Q7 überhaupt aktiv sind. Wenn der Chip in Ruhe gelassen wird, dann sind die Ausgänge aktiv. Es ist ja nicht OE. Wenn man allerdings eine 1 auf den Pin eingibt, dann geht das Ganze in den Hochimpedanzmodus. Das heißt, grob vereinfacht gesagt, eure Schaltung, die an den Ausgängen dranhängt, für die sieht das so aus, als ob da überhaupt nichts angeschlossen wäre. Wohingegen im Normalbetrieb entweder eine 0 oder eine 1 da ist, also hier dieser 595 entweder auf Ground zieht oder auf die Versorgungsspannung hochzieht. Die nächsten Pins sind DS und SHCP. Das sind unsere Dateneingänge. Das ist eine relativ klassische serielle Verbindung und die gucken wir uns jetzt mal an, wie die funktioniert. Um das Ganze besser verstehen zu können, stellen wir uns einfach mal vor, wir hätten 8 Kisten auf einem Förderband in diesem Chip drin. DS geht ganz zum Anfang des Förderbands und SHCP ist hinten mit dem Zahnrad verbunden bzw. dem Motor, der das Förderband antreibt. Wenn wir jetzt eine 1 bei DS reingeben, dann geht die erstmal weiter und geht hier vorne in so eine imaginäre Kiste. Die ist im Moment noch ja quasi beim Arbeiter in der Hand, also noch gar nicht auf dem Förderband, aber ja, die 1 ist schon mal da. Wenn wir jetzt SHCP einschalten, also den Motor, dann fährt das Ganze nach rechts und die 1 steht jetzt auf dem ersten Platz. Die Kiste, die ganz hinten war, die verschwindet einfach wieder und wird quasi wieder vorne recycelt. Das Förderband hat dabei auch noch so eine Art Einrastmechanismus, das heißt, auch wenn man die ganze Zeit auf High lässt, der geht nur einen weiter und dann muss man erstmal wieder ausschalten und neu einschalten, dass man wieder eine Position weiterrücken kann. So können wir das dann weitermachen, wenn wir jetzt eine 0 reinfallen lassen, dann geht auch die wieder in die Kiste und wir können wieder den Motor einschalten und es läuft alles nach rechts. Und so geht's dann immer weiter, wir können also nach und nach unsere Daten in hier diese Boxen, dem sogenannten Schieberegister, laden. Der ein oder andere wird aber jetzt natürlich schon aufgepasst haben, ja was passiert denn, wenn die erste 1, die wir als erstes hingeschickt haben, am Ende angekommen ist? Nun, im Normalfall verschwindet sie einfach. Aber es gibt einen kleinen Trick, nämlich haben wir einen Ausgang Q7S, den hatten wir eben gar nicht so beachtet, ist aber da. Und mit dem kann man solche Chips kaskadieren. Das heißt, wenn wir jetzt 2 Chips haben, dann bauen wir das einfach wie hier dargestellt auf. Wir verbinden nämlich jetzt den Q7S mit dem DS, also dem Dateneingang, vom zweiten Chip und die SHCP, also das Taktsignal, verbinden wir zu beiden. Wenn wir jetzt hier in diesem Moment angekommen sind, sagen wir haben alle 8 Boxen voll und rechts eine 1 stehen, dann passiert beim nächsten Mal nämlich was ganz Praktisches. Wir geben nämlich jetzt, sagen wir mal, wieder eine 1 auf das Datensignal, das kommt wieder vorne in die Box. Und wenn wir jetzt anfangen nach rechts zu fahren, dann verschiebt sich jetzt das Ganze und die rechte Lampe, die 1, die wir ganz am Anfang hatten, die wäre jetzt ja fällig zum Verschwinden. Aber bevor die Box und alles weggeht, gibt er auf Q7S den Status aus.
Da es eine 1 ist, kommt also jetzt ein High-Pegel, also eine 1 bei Q7S raus. Und ja, die geht jetzt an den Dateneingang vom nächsten. Und da wir ja schon gesagt haben, wir haben ein Taktsignal, schiebt er das einfach auf den ersten Platz. Und so können wir quasi unendlich viele von diesen Schieberegistern hintereinander machen und mit denselben Kabeln vom Mikrocontroller ansprechen. Das praktische Limit ist hier üblicherweise die Zeit, denn ja, wenn man mehr Kisten befüllen muss und immer weiter durchdrücken muss, dann dauert es entsprechend länger und irgendwann ist dann so das Limit erreicht, wie lange man warten möchte. So, jetzt haben wir den Dateneingang, denke ich, soweit verstanden. Dann gucken wir uns die sogenannte Latch an. Das hängt mit dem Pin STCP zusammen. Das Ganze hat nämlich im Moment noch so einen kleinen Schönheitsfehler. Wenn wir jetzt hier diese Boxen direkt mit dem Ausgang verbinden würden, dann würde ja jedes Mal, wenn wir ein Bit da reingeben, also eine 1 oder eine 0, sich der komplette Zustand aller Ausgänge ändern. Das heißt, wir könnten gar nicht hingehen und sagen, okay, der Pin Nummer 4 soll jetzt bitte 1 sein und alle anderen sollen 0 sein. Weil wir müssten ja erstmal die 1 reinmachen und dann immer weiter mit Nullen vorne auffüllen, bis wir an der 4 angelangt sind. Und das wollen wir ja sinnvollerweise nicht auf dem Ausgang stehen haben, richtig? Ja, dafür ist dann der sogenannte Latch. Das heißt, wir machen das Ding hier einfach mal kleiner und denken uns hier unten nochmal solche Boxen, die jetzt direkt mit dem Ausgang verbunden sind. Der Trick ist, erst wenn wir STCP auf High schalten, also einen kurzen Puls da geben, dann kopieren die Boxen den Zustand von dem, was gerade im Schieberegister drin ist. Das heißt, in jedem Fall wären jetzt die Ausgänge 0, 2, 4, 6 und von dem anderen auch noch der Q0 alle eingeschaltet. Wenn wir jetzt den nächsten Bit reingeben, das heißt jetzt beispielsweise nochmal eine 0, geht oben unser Speicher weiter, der schiebt sich ganz nach rechts, aber der Ausgang bleibt gleich. Und zwar so lange, bis wir auf STCP wieder einen Impuls reingeben, der ihm sagt, okay, jetzt bitte den Ausgang ändern. Einen Pin haben wir noch, den nehmen wir natürlich auch noch, das ist der Nicht-MR, das ist der Master Reset. Und wie der Name Reset schon sagt, das Ganze ist zum Zurücksetzen. Wenn wir da einen kurzen Puls drauf geben, wird dieser Schieberegister wieder zurückgesetzt auf den Standardwert, das heißt üblicherweise alles 0. Und entsprechend können wir da neu anfangen aufzufüllen. Der Ausgang ist davon im Übrigen nicht betroffen. Wenn wir den Ausgang dann auch wieder zurücksetzen wollen, müssen wir nach dem Reset noch einmal kurz den STCP-Pin hochziehen, dass die Boxen am Ausgang den aktuellen Stand wieder kopieren. Theorie ist gut, Praxis ist besser, also gucken wir uns mal an, wie das Ganze in der Realität aussieht. Hier unten drin haben wir den 74HC595. Der hat im Prinzip nicht viel dabei. Da ist ein Entkoppelkondensator drin und ein Widerstand, der Output Enable auf Ground zieht. Das heißt, die Ausgänge sind die ganze Zeit eingeschaltet. Hier auf der Oberseite haben wir dann das Input Board. Wir haben hier vorne den Data Input Pin. Der ist entsprechend mit einem Taster ausgestattet. Dann haben wir die Clock für den Shift Register, auch der mit einem Taster. Die beiden haben zusätzlich noch eine LED, dass ihr auch seht, was ich mache. Dann haben wir hier einen Taster für das Latch und einen Taster für Master Reset. Last but not least, hier an der Seite ein paar LEDs. Wir haben 8 grüne, das sind die einzelnen Ausgänge. Und ganz unten haben wir noch in rot den Carry-Out. Das ist also der letzte Pin des Schieberegisters, der genutzt werden kann, um die hintereinander zu kaskadieren, um mehrere hintereinander zu hängen. Ein Hinweis noch, hier das mit den Tastern sollte man nicht tun, weil solche Taster, die können schon mal prellen, heißt das. Das heißt, die schließen nicht hundertprozentig, sondern wackeln ein bisschen und na, das ist eigentlich unschön. Hier mit denen geht's, die prellen relativ wenig. Das müsste eigentlich hier so funktionieren. Sehen wir gleich. Aber gut, gucken wir uns das Ganze mal an. So, ich fahre jetzt erstmal das Licht runter, weil sonst sehen wir die LEDs nicht so wirklich. Und wie wir sehen, alles ist momentan aus. Wenn ich jetzt Data Input drücke, das heißt die Datenline hochziehe und dann sagen wir mal, wir pulsen 1, 2 mal die Clock. Dann haben wir in den ersten beiden Pins vom Shift Register, von diesem Schieberegister, eine 1, der Rest ist 0. Aber wir sehen, am Ausgang ist noch nichts passiert. Erst wenn ich die Latch betätige, zack, die ersten beiden leuchten. Das können wir jetzt noch weiterführen, indem ich beispielsweise noch zweimal pulse. Das heißt, ich gebe jetzt zwei Nullen ein. Das heißt, wir haben jetzt im Shift Register 0, 0, 1, 1. Und auch das können wir wieder auf die Latch legen. Zack, es wandert weiter. Gut, wir können jetzt noch weitermachen. Sagen wir mal 1, 2, 3. Zack, jetzt sitzen sie unten. Und jetzt ist ein kleiner Trick. Wenn wir jetzt nämlich nochmal pulsen, dann geht die rote LED hier an. Das ist nämlich der letzte Eintrag in diesem Shift Register. Und das wird, wie gesagt, dann auf den anderen übernommen im Zweifelsfall. Jetzt können wir auch nochmal die Ausgabe machen. Da sehen wir, das sind hier die beiden. Das heißt also, das hier ist nicht mit dem Latch verbunden, das ist wirklich direkt vom Schieberegister nach draußen.
Gut, jetzt können wir nochmal hier gerade ein Muster reinmachen. Dann würde ich sagen, auch das funktioniert. An, aus, an, aus, an, aus, an, aus. Bleibt noch ein Pin, den wir noch nicht benutzt haben, nämlich den Master Reset. Ich shifte den gerade noch einmal einen weiter, dann sieht man es besser. So. Jetzt haben wir aus, an, aus, an, aus, an, aus, an. Und das letzte Bit vom Shift Register, das ist momentan 1, wie auch am Ausgang. Wenn wir jetzt den Master Reset drücken, setzt er den kompletten Schieberegister auf 0 zurück. Das können wir jetzt auch sehen. Er hat jetzt die rote LED ausgemacht. Der Ausgang ist davon nicht betroffen. Erst wenn wir jetzt noch sagen, okay, mach die Latch bitte, mach die Ausgänge so, wie im Schieberegister steht, dann geht alles wieder aus. Ich würde mal sagen, Theorie stimmt mit der Praxis überein. So, ich hoffe mal, alle haben jetzt verstanden, wie der Chip funktioniert und ihr wisst auch, wie ihr den in euren Projekten einsetzen könnt. Und ihr habt auch gesehen, hey, ich habe es mit den Händen angesteuert, ist also extrem einfach. Jeder Mikrocontroller, jeder Chip, jede Schaltung, die irgendwie Pins nach oben und nach unten ziehen kann, ist in der Lage, diesen Schieberegister zu benutzen. Das heißt also, wenn euch mal irgendwo an eurem Arduino, an eurem Raspberry Pi oder was auch immer die Ausgänge ausgehen, das hier ist der Chip der Wahl. Damit könnt ihr die Anzahl der Ausgänge vergrößern und wie gesagt, die Ansteuerung ist sehr einfach. Bei Arduino gibt es zum Beispiel sogar einen fertigen Befehl Shift Out und für Raspberry Pi, hey, das sind ein paar Zeilen Python, die finden sich auch im Internet. Also ran an die Steckbretter, baut euch selber mal eine Testschaltung auf. Experimentiert ein bisschen mit den Chips und dann werdet ihr auch ihr sehen, dass der meistens das tut, was er soll.